Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Playtale Requiem. Und ja, in der letzten Folge sind wir dann hier stehen geblieben. Und wir müssen jetzt, glaube ich, noch irgendwie hier nach oben kommen. Warte mal, kann ich da irgendwas hinschieben oder so? Oder warte mal. Einfach hier. Warte mal, aber. Da oben ist ja, glaube ich, noch irgendwas. Ah, warte mal, kann ich das irgendwie runterschießen hier? Weil das könnten wir auch dann sicher da hinschieben und dann könnte ich da wahrscheinlich raufklettern oder so. Oder geht das hier gar nicht? Schaut irgendwie nicht so aus. Okay, das kann ich auch nicht schieben. Ja, okay, dann gehen wir mal hier links hin. Also, was geht jetzt los? Keine Ahnung, mir egal. Du willst da sowieso nicht raus, glaub mir. Mist, das Tor ist so nah. Es sind zu viele, da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung, hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich, siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu, ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung, dieses Chaos hier. Da könnte was. Und dann kann ich das jetzt vielleicht hier rüberschieben? Da, da ist ein Karren. Ja, das geht. Gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Oder warte mal, kann ich jetzt hier schon nach oben los? Das geht noch gar nicht. Hallo, wir müssen so. Achso, ah hier. Achso, ich habe gedacht, wir müssen das darüber schieben. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Okay, jetzt kommen wir dann nach oben. Dann ran an die Kurbel. Da kann ich nichts so mitnehmen oder so. Da und hier hin. Also los. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Ja, warte mal. Was? Da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja, dann muss ich einfach nur da runter aufschießen, dann müsste das eigentlich passen. Dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Das ist doch voll laut, die müssen das doch hören, oder nicht? Und dann schieße ich da jetzt mal drauf. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Okay, dann müssen wir das auch darüber schieben zu der Tür. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Oh, na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Okay, ich hoffe mal, das funktioniert. Okay, und aufhören. Geschafft.
Ja, gerade funktioniert. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Okay, Kapitel 4. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ja, tu's nicht. Die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Okay, müssen so den Docks jetzt. Hergehört! Der Graf von Aal hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Scheiße. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Kein Grund zur Panik! Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks.
Zu den Docks. Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Da werden wir. Okay, schauen wir mal, wie wir durchkommen. Okay, dann hier rein. Magister Vaudin nach der Insel frage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Da wären wir. Okay, finde das Boot des Ordens. Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Warte mal, ich schau mal dahin. Kann ich was mitnehmen? Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Okay, aber warte mal, da ist noch was. Ein Topf. Also warte mal, 5 Stücke sind das. Warte mal, ist eine Werkbank? Ah, leider nicht. Warte mal, da kommt noch rein schon, das ist noch eine Kiste. Okay, Alkohol haben wir hier. Beschädigte Krüge, beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Okay, dann hier durch. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Fest. Alles klar! Öffnet das Tor! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Los! Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! Warte mal, kann ich hier rein oder so? Na, leider nicht.
Ah, warte mal, ist eine Falltür. Auf zum Tor. Okay, aber Soldaten sind hier keine mehr. Ah, doch, scheiße. Warte, wir müssen da nach oben, oder? Glaube ich. Oder darüber? Ich weiß es jetzt gar nicht. Warte, ich könnte die da hinlocken. Da noch ein Topf oder so. Ah, hier fünf Stücke. Okay, ah, warte mal, was ist denn da hinten? Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Okay, warte mal, wie soll ich die jetzt weglocken? Ich meine, der eine geht da wieder rüber, aber der andere halt nicht. Scheiße. Jetzt sollte der andere auch darüber gehen, glaube ich. Hä? Warte mal, dann locke ich den anderen dahin. Falscher Alarm. Woher kommt dieses Geräusch? Okay, warte jetzt schnell nach oben, oder? Scheiße, warte mal, das ist ein Messer. Das muss ich unbedingt mitnehmen. War wohl doch nichts. Ach Scheiße, das gibt's doch nicht. Sie haben uns. Einfach rennen. Schnell hier nach oben. Ah, warte, wir müssen hier. Ach Scheiße. Danke, das ist ein bisschen blöd. Messer. Okay, dann haben wir den schon mal. Warte, dann kann ich hier nochmal schnell runter. Verdammt! Ah, warte mal, weißt du, dass ich hier bin? Bitte nicht, scheiße. Warte, so, dann. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit zum Wegrennen. Wo seid ihr hin? Denkt nicht, dass ihr mir entkommen könnt! Okay, dass ich das überlebe, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, warte, dann schaue ich hier noch schnell rein. Das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen hier. Oh, jetzt kommt der hierher? Das gibt's ja nicht. Oh nein! Schnell nach oben. Okay, warte mal, weißt du, dass wir hier oben sind? Scheiße, bitte bleib unten. Okay, warte, komm dann ganz schnell dahin. Hier durch. Ja. Gepasst. Nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Oh, Scheiße. Ach, verdammt. Ich glaube, ich war.
weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Nein, nein! Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind hier. Nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Alter. Das sind echt viele. Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, perfekt. Ja, dann versuchen wir es. Zünd ich das mal an. Warte mal, wo ist es? Hey, dort, oder? Oh, geil. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Jetzt schnell hier durch. Dann haben wir hier wieder Licht. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeug zu mitnehmen. Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. Okay, dann einmal anzünden, würde ich sagen. Und dann können wir das wieder schieben. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen. Das ist eine Leiter. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. Okay, dann gehen wir da mal schnell nach oben. Ah, da bräuchte ich ein Messer, scheiße. Das habe ich ja vorhin verbraucht. Okay, da hinten haben wir wieder so ein Feuerbecken. Weiter geht's. Und dann wieder Licht. Josephs Boot. Wir kommen näher. Ach, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Okay, warte mal, das schicke ich mal hier runter. Ja, warte mal, da muss ich den Stein auswählen. Da ist ein Fisch, oder? Dann das Feuer ausmachen. Und wir können hier rüber. Okay, dann hier mal rein. Warte, da ist auch noch eine Tür. Verursacht Kopfweh. Ich höre kein... Von innen abgeschlossen. Okay, das ist zu. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein, oh, schon wieder Ratten. Keine Panik, wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Ah, warte mal, kann ich das von hier aus aufmachen? Ja, warte mal. Brauch einen Stein.
Dann kann ich das hier aber aufmachen. Und dann kommen wir da rein. Aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, okay, warte ich schon noch ganz schnell da rein. Schon dabei. Okay, dann ist er jetzt oben. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Ich geh mal lieber ein bisschen zurück. Mal sehen, was der Teer taugt. Also dann... Ja! Okay, passt, dann können wir jetzt hier durchgehen. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt also können wir Teer herstellen, das ist geil. Da haben wir Ziehen. Teer mit der Schleuder, da stelle ich mal etwas her. Perfekt! Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also mach da rein, oder was? Ach scheiße, das war daneben. Oder warte mal. Da oben ist noch irgendwas. Achso, mit dem Topf, okay. Also hier rein oder was? Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Dann wieder anzünden. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Warte mal, da oben ist doch irgendwas. Komm ich denn hier rauf oder so? Also von hier aus jetzt auf jeden Fall nicht. Vielleicht dann da hinten oder so. Na boah, Alter! Hä, hey, warte mal, warum war es auf einmal... Hä? Das Feuer war auf einmal raus, glaube ich. Okay, warte dann nochmal. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Dann nochmal was herstellen hier. Warte mal, nicht genug Material. Ah, doch, ja. Dann wieder ein Topf, dann hole ich das wieder da rein. Dann zünden wir es wieder an. Perfekt! Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme! Dann noch das hier anzünden. Nichts mehr mitnehmen. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer. Warte, ich will da noch schnell rauf. Das brauchst du nicht. Ah, jetzt geh ich hier rüber. Mal sehen, was drin ist. Okay, passt, dann sind wir hier eigentlich fertig. Oder warte mal, da unten ist aber glaube ich eh nichts mehr. Ja, da war glaube ich eh nichts. Die nur die Ratten.
Boot davon? Seid ihr da nicht zu sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Gut, also dann würde ich sagen, das ist es erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.